Ja, wunderschönen guten Abend allen Menschen hier aus Brackenheim und der Umgebung. Ich muss sagen, ich bin komplett beeindruckt. Erstmal von der Schönheit der Stadt. Das ist unglaublich beeindruckend. Wir organisieren selber in Heidelberg, hauptsächlich in Heidelberg, manchmal in Mannheim oder in Stuttgart, Demonstrationen. Aber wir kommen nicht auf diese Teilnehmerzahlen momentan. Wir schaffen es in Heidelberg nicht mal 200, 300 Leute auf die Straße zu bringen, was sehr schade ist. Also man sieht doch, hier ist mehr Widerstandsgeist, als wir den momentan haben. Woran das liegt, weiß man nicht. Aber Heidelberg ist da ein hartes Pflaster. Mannheimer Polizei! Ja, vielleicht. Wir halten weiter durch. Wir haben es auch nötig. Bei uns werden natürlich auch die Briefe verschickt. Ich bin selber Immunologe. Ich arbeite an der Universität Heidelberg, an der Unimedizin Mannheim als Dozent und Wissenschaftler. Also ich unterrichte Immunologie, Biochemie. Ja, ich habe auch mein Schreiben vom Gesundheitsamt erhalten. Ich bin auch betroffen von der bereichsbezogenen Impfpflicht. Und für mich tickt natürlich jetzt auch die Uhr. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht so genau, wie ich damit umgehen kann. Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren in der immunologischen Forschung und in der Lehre und muss jetzt darauf warten, dass ein Sachbearbeiter im Gesundheitsamt mir erklärt, dass ich zu gefährlich bin, um weiterhin zu meinem Arbeitsplatz zu gehen. Also ich habe immer sehr gerne in der Immunologie gearbeitet. Die Immunologie ist ja eine Wissenschaft, die vor ungefähr 200 Jahren etwas mehr entstanden ist aus Experimenten mit Impfungen. Also die erste Impfung in britischer Art, Edward Jenner, 1790, war sehr erfolgreich gegen Pocken. Das hat wirklich gut funktioniert, ethisch auch so ein bisschen fragwürdig. Aber das war eigentlich der Ursprung der immunologischen Forschung. Und als Immunologe kann man eigentlich nicht wirklich ein Impfgegner sein. Das bin ich auch nicht. Ich halte tatsächlich viele Impfungen für sinnvoll, aber eine Substanz, die als Impfstoff eingesetzt werden sollte, die diesen Namen verdient, muss mindestens zwei wichtige Kriterien erfüllen. Sie sollte ausreichend erforscht sein, um als sicher gelten zu können. Jawohl! Und ganz wichtig, sie sollte Immunität verleihen. Das heißt, und mit Immunität meine ich tatsächlich mindestens jahrelang Schutz vor einer Erkrankung und nicht einfach nur das Anregen einer Immunreaktion mit Nebenwirkungen. Ja, da kann ich mir auch Kaffee spritzen. Das macht das nämlich auch. Also festzuhalten ist, auch wenn das Video dann wahrscheinlich gelöscht wird, die gegenwärtigen als Impfstoffe bezeichneten Substanzen erfüllen diese Kriterien beide nicht. Wir haben seit Jahrzehnten Erfahrung mit der Entwicklung und Testung neuer Impfstoffe. So etwas dauert immer viele Jahre. Firmen wie BioNTech oder CureVac in Tübingen, die forschen seit 12 bzw. 20 Jahren an solchen Impfstoffen. Erfolglos. In dieser Zeit ist es ihnen nicht gelungen, auch nur ein einziges Medikament auf den Markt zu bringen. Und bei SARS-CoV-2 sollte Ihnen das plötzlich innerhalb weniger Monate gelingen? Das glaube ich nicht. Die Entwicklung eines sicheren und wirksamen Impfstoffes ist nicht innerhalb eines Jahres zu schaffen. Das ist keine Frage des Geldes, das ist in erster Linie eine Frage der Sorgfalt und der Verantwortung gegenüber Menschen. Nur, wenn man wichtige Studien zur Wirksamkeit und zur Sicherheit unterlässt, kann man in dieser kurzen Zeit einen Impfstoff überhaupt auf den Markt bringen. Was aber die Wirksamkeit eines solchen Impfstoffs an sich betrifft, kann jeder seine Schlüsse ziehen, wer sich 3 oder 4 Mal in einem Jahr hat impfen lassen, um dann im gleichen Jahr Corona zu bekommen. Niemand hätte früher gewagt, eine Substanz als Impfstoff zu bezeichnen, die nur eine kurze Anregung des Immunsystems bewirkt, aber keinen Schutz vor der Erkrankung.
Und wie sieht das mit der Sicherheit aus? Jetzt wird das Video sicher gelöscht. Wir wissen mittlerweile, dass sowohl die Lipid-Nanopartikel und auch die produzierten Spike-Proteine sich über die Blutbahn verteilen. Dass die mRNA des Impfstoffs über Wochen nach der Impfung noch nachweisbar ist. Das sind alles Tatsachen, die zu Beginn der Impfkampagne von sogenannten Experten ausgeschlossen worden waren. Die gleichen Experten erklärten uns, wir bräuchten eine Herdenimmunität. Es wären Impfquoten von 60, dann 80, dann 100 oder 120% notwendig, um die Pandemie zu besiegen. Korrupte Experten! Ja. Dann wird wieder alles normal. Heute ist jedem klar, dass eine solche Herdenimmunität mit diesem Impfstoff überhaupt nicht erreichbar sein kann. Aber anstatt über die falschen Versprechungen und die falschen Prognosen zu diskutieren, die am Anfang dieser Impfkampagne standen, wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Stattdessen werden Menschen mit abweichender Meinung bestraft, diffamiert und ausgegrenzt. Als Wissenschaftler an einer Universität hatte ich erwartet, ich könnte offen über die Pandemie und die Impfungen mit Kollegen diskutieren. Die Basis der Wissenschaft ist Skepsis und Diskurs. Nur wenn eine wissenschaftliche Position sich der Kritik immer wieder erneut stellt, bleibt sie eine wissenschaftliche Position. Andernfalls verkommt sie zum Dogma oder zum reinen Glauben. Tatsächlich hat eine ernsthafte Debatte über Nutzen und mögliche Risiken dieser neuen Impftechnologien an den Universitäten niemals stattgefunden. Und wer über die tatsächliche Gefährlichkeit von Covid-19 reden wollte, erschien verdächtig und gefährlich. Jeder an der Uni muss heute das Glaubensbekenntnis ablegen. Die Impfungen sind sicher und wirksam und der einzige Weg zurück zur Normalität. Wer daran zweifelt, riskiert seine Karriere, seine Reputation, seinen Job. Die Hochschulen als Ort der Freiheit und des kritischen Denkens sind Geschichte. Die Universitäten sind endgültig ein Ort des Konformismus geworden. Studenten, die sich nicht impfen lassen, werden unter Druck gesetzt, müssen ihr Studium abbrechen oder dürfen es gar nicht erst antreten. Mitarbeiter an Universitätskliniken, die sich nicht impfen lassen, werden diskriminiert und ausgegrenzt. Ungeimpfte sind Zweifler. Und Zweifler sind neuerdings wieder eine Gefahr. Das gilt nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern ganz generell. Man diskutiert auch nicht mit Zweiflern. Das haben sie gar nicht verdient, weil sie ja Egoisten sind und alle in Gefahr bringen. An die Stelle der Diskussion tritt heute die Verdammung. Alle dürfen und sollen mit den Fingern auf sie zeigen. Wir leben damit wieder in voraufklärerischen Zeiten. Menschen mit abweichenden Sichtweisen dürfen weder mit Verständnis noch mit Respekt rechnen. Es sind Ungläubige, Heretiker, Ketzer. In einem solchen gesellschaftlichen Klima bedient man sich nicht mehr des eigenen Verstandes, um sich aus der Unmündigkeit zu befreien. Stattdessen lässt man sich freiwillig entmündigen von Politikern, denen unsere Grundrechte genauso wenig bedeuten wie unsere Gesundheit. Der Druck auf ungeimpfte Zweifler wird gesteigert, um Widerstand zu brechen und sie alle auf Linie zu bringen. Die Unbeugsamen werden jetzt bestraft. Viele machen mit, aber niemand will dafür die Verantwortung übernehmen. Darin zeigt sich ein feiger Untertanengeist, der rücksichtslos tut, was erwartet wird, aber hinterher jede persönliche Verantwortung leugnet.
Aber jeder, der Gesetze und Verordnungen exekutiert, die offensichtlich gegen unsere Grundrechte verstoßen, trägt die Verantwortung für sein Handeln. An diese Verantwortung werden wir erinnern. Es muss allen klar sein, wer in diesen Tagen schweigt, stützt ein System, das uns unsere Rechte nehmen will und uns entmündigt. Seit 4,5 Monaten organisieren wir deshalb in Heidelberg jeden Mittwochabend Demonstrationen gegen die Einführung der bereichsbezogenen Impfpflicht. Viele von uns sind selbst betroffen. Wir erhalten in diesen Tagen die Briefe vom Gesundheitsamt, in denen uns bis zu 2.500 € Bußgeld und das Betretungsverbot angedroht werden, wenn wir nicht in unserem Fall bis Anfang, Mitte, Ende Mai Impf- oder Genesene-Nachweise vorlegen. Diejenigen, die kritisch bleiben, die zweifeln und die sich dem Druck nicht beugen, werden bestraft und werden letztlich aus den Universitätskliniken entfernt. Die Überzeugten und die Mitläufer, die Gewissenlosen und die Angepassten werden in Zukunft dann an den Universitätskliniken unter sich sein. Ungestört von unbequemen Kollegen, die noch selber denken wollen. Wir müssen uns bewusst machen, wenn alle Mediziner und Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen, die an der Impfung zweifeln, sich treu geblieben wären und nicht mitgemacht hätten, wäre die bereichsbezogene Impfpflicht längst vom Tisch. Und die Zustände an der Universität sind symptomatisch für die Verfassung unserer Gesellschaft. Denn wenn alle, die zweifeln, sich gegen die entwürdigenden Einschränkungen unserer Freiheiten zur Wehr gesetzt hätten, müssten wir jetzt nicht Woche für Woche auf die Straße gehen, um für unsere Grundrechte einzutreten. Niemand gewinnt seine Freiheit zurück, indem er sich impfen lässt. Wer jetzt nicht für seine Grundrechte eintritt, begibt sich in die selbstverschuldete Unmündigkeit. Wir sind es den Generationen vor uns schuldig, die für unsere Freiheit gekämpft haben, dass wir uns diese Freiheit nicht einfach wieder nehmen lassen. Wir sind es auch unseren Kindern und den Generationen nach uns schuldig. Nur wenn wir jetzt alle aufstehen und Nein sagen, haben wir eine Chance, uns gegen diejenigen zu wehren, die uns entmündigen wollen. Deshalb danke ich euch allen, dass ihr heute hier seid und weiterhin auf die Straße geht und Nein sagt.
Ich glaube, dieser langanhaltende Applaus gilt euch allen, die ihr hier steht und auch das Wort ergreift und mal ganz persönlich eure Sicht der Dinge darlegt. Vielen Dank, dass ihr das mit uns teilt. Und die Brackenheimer haben vorhin schon gut gezeigt, dass sie sehr laut skandieren können. Ich glaube, wir könnten aus ernst gemeinter und echter Solidarität uns einmal ganz laut positionieren und gemeinsam Nein sagen. Anstatt Freiheit, das könnt ihr auch, das ist nur eine Silbe. Ich zähle es ein. 3, 2, 1.